Ja, meine verehrten, hoffentlich gnädigen Tagungsautoritäten, vielen herzlichen Dank für die Einladung in diesen interessanten, vielfältig standhaften und kämpferischen Kreis. Ich will nicht über Bildung reden, obwohl ich ein Mann bin, der 40 Jahre lang mit Bildung etwas zu tun hatte. Ich will nicht über Bildung reden, beziehungsweise über das, was man dafür hält in dieser real existierenden Abitur-Vollkasko-Republik. Sondern ich will sprechen als Staatsbürger, Medienkonsument und seit einiger Zeit auch ein bisschen zu einem ganz kleinen Mitgestalter von Medien. Natürlich würde es mich reizen, über Bildung einiges zu sagen, habe ich doch, verehrter Professor Ockenfeld, in 30 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit als Präsident des Deutschen Lehrerverbandes 120 deutsche Schulminister kommen und gehen sehen. Ich glaube, das ist schon Diagnose genug. Und fragen Sie mich bloß nicht an allen 120 Namen. 80% davon sind nicht erinnerungswürdig. Vier Beobachtungen, vier Diagnosen, Kausalanalysen möchte ich Ihnen zumuten. Erstens, wir leben in einer medial vermittelten Scheinwelt. Selbstreferenziell drehen sich große Teile der Presse. Übrigens im Verein mit großen Teilen der Politik, wie in einer Echokammer im Kreis um sich selbst. Brav, links schief gestrickt. Das ist kein Wunder. Wenn man sich die politischen Affinitäten der Medienvertreter anschaut. Der Mainzer Professor Keplinger hat 2017 festgestellt, dass rund 70% der Journalisten sich nahe den Grünen und der SPD verorten und lediglich etwa ein Sechstel, 16-17% der Union oder der FDP nahe sehen. Ich will sagen, die Linke oder die Linken im Plural und die 68er und ihre Epigonen beherrschen mehr denn je die Medienindustrie. Und die bürgerlich-liberal-konservativen haben nichts dagegen gesetzt und tun es nach wie vor nicht. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Berichterstattung, die auf uns herunterprasselt und herniederrieselt. Ganz zu schweigen davon, dass Nachricht und Kommentierung längst verschwimmen. Und ganz zu schweigen davon, dass man bereits bei Anmoderationen an der Mimik eines Klaus Kleber, einer Tina Hassel, einer Marietta Slomka, einer Bettina Schausten merkt, wie man die nachfolgenden sogenannten Nachrichten zu werten hat. Nur ein Beispiel aus jüngster Zeit. Die Hamburg Media School hat eine Studie zur Berichterstattung der Presse über die Flüchtlingskrise angefertigt und 34.000 Pressebeiträge ausgewertet. Ergebnis: 82% dieser 34.000 Presseberichte waren positiv konnotiert, also affirmativ, 12% rein berichtend und nur 6% problematisierend. 4/5 der Berichte waren also zu Durchhalte- und Ergebenheitsparolen für Merkel verkommen. Längst vergessen scheint die Empfehlung des großen Journalisten Hans-Joachim Friedrich, der mal sagte, Distanz soll man halten, sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Und man scheut in der real existierenden Medienlandschaft in Deutschland keine Manipulation, wenn es um das Gute geht. Tote oder verletzte Flüchtlingskinder sind gut fürs Bild. Bei IS-Anschlägen getötete Kinder machen sich eher nicht so gut im Bild. Kameras in Flüchtlingstrecks hinein damals, 15, 16, sind gut, wenn sie den übrigens nur etwa 5%igen Anteil von Frauen und Kindern zeigen, sonst will der Chefredakteur die Bilder nicht haben, haben mir Kameraleute berichtet. Auf dem linken Auge ist man blind. Etwa wenn die Autonomen Randale machen, wie beim Hamburger Gipfel, G20-Gipfel, dann wird der Polizei der Vorwurf gemacht,
Sie habe es versäumt zu deeskalieren. Meinungssoldaten sind das in erheblichem Maß. Ich verwende diesen polemischen Begriff, den Martin Walser geprägt hat. Und meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob es Ihnen bewusst ist, im Unterhaltungsbereich setzt sich das fort. In der Lindenstraße, die es ja seit 1985 nun gibt und die nun auslaufen soll, wird bzw. wurde politisch korrekt kein Thema ausgelassen. Rechtsradikalismus, Moscheebau, Homo-Transsexualität, Nacktfotos auf dem USB-Stick eines Mitarbeiters einer christlich-konservativen Partei und dann erst die volkspädagogischen Tatorte. Zweite Beobachtung. Wir haben in weiten Teilen eine Gouvernanten-, eine Nanny-Presse. Federführend sind hier die Öffentlich-Rechtlichen sowie die Medien der Bertelsmann-Gruppe, der Metzek- und Funke-Mediengruppe, ferner die Alpenpravda. Jetzt wissen Sie nicht, was das ist, aus Brandlhausen. Die Zeit, der Spiegel. Und man ist bestens vernetzt. Siehe das investigative Recherchenetzwerk aus NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung. Warum ist das rechtlich möglich? Dass private Redaktionen Nutznießer sind von Redaktionen, die öffentlich-rechtlich finanziert werden. Oder siehe das Redaktionsnetzwerk RND der Metzek Mediengruppe, von denen immer mehr Zeitungen überregionale Inhalte übernehmen. Der Metzek-Konzern ist Teil des Roten Imperiums, hat die Neue Zürcher eines Tages mal geschrieben, weil es der deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft zugehört, die zu 100% der SPD gehört. Ich habe den Begriff Gouvernanten- und Nennepresse benutzt. Das Erste, was auffällt, diese Presse arbeitet mit semantischen Tricks. Negative Wirklichkeiten werden euphemisiert, ummantelt, positive Wirklichkeiten alarmistisch, skandalisiert, priorisiert. Beispiele. Es gibt Opfer erster Klasse, Migranten, Fremde, Muslime. Es gibt Opfer zweiter Klasse, Deutsche, alte weiße Männer, Christen. Und es gibt Täter erster Klasse, alte weiße Männer, Deutsche, Europäer, Christen und Täter zweiter Klasse, islamistische Terroristen. Aber letztere sind ja Einzelfälle, traumatisiert, psychisch auffällig, meine Damen und Herren. Apropos Christen. Laut Bundesaußenminister Heiko Maas sind die Opfer in Christchurch Muslime, die Opfer von Colombo Betende und Reisende. Weil er den Begriff Christen nicht in sein Mäusekino, in sein Twitter-Kino hineinbringt. Und schon gar nicht will man Begriffe in den Mund bzw. auf den Bildschirm bringen, wie Volk, Vaterland, Heimatliebe, Nationalmannschaft, Deutschland, Deutsche. Und man kennt die Verrenkungen, die Quelle muss ich, glaube ich, in diesem Kreis nicht nennen, die schon länger hier leben und die neu hinzugekommen sind. Wer sich an diese Regelungen nicht hält, gilt als umstritten, das ist noch das Harmloseste, oder AfD-nah. Aber was ist die ideologische Basis? Ich behaupte, es ist zum einen die Ideologie der Re-Education eines John Dewey, wonach die Deutschen Hitler seit Luther, Kant, Hegel und so weiter im Blut haben. Und die andere ideologische Basis ist die 68er-Ideologie mit den Enkelgenerationen der Political Correctness und der Gender-Ideologie. Wobei ich jetzt angesichts der Zeit der 20 Minuten aufpassen muss, dass ich über Gender nicht kabarettistisch werde. Mit Beispielen, die will ich mir dann doch nicht verkneifen, aus dem Munde von hochkarätigen Grünen und grüninnen Politikerinnen. Übrigens, das Gender-Sternchen soll man angeblich mit einem Glottisschlag, also mit einem Zungenschnalzer oder mit einem künstlichen Schluck auf aussprechen können. Eine führende Grüne spricht von Kinderinnen und Kindern. Ein führender Grüner postet, er habe weibliche Freundinnen. Und ansonsten scheint sich dort die Anrede eingebürgert zu haben, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder und Gästinnen und Gäste.
Aber das lasse ich mal beiseite und ich lasse auch den ganzen Kindesmissbrauch, was Genderpädagogik beiseite, konzentriere mich auf Political Correctness. Im Sinne von Umerziehung am wirksamsten sind die Sprach- und Gesinnungsdiktate eben von PC. Es wurde daraus eine Art semantische Machtergreifung mit moralischem Totalitätsanspruch. Denn es geht ja um das richtige Denken, Fühlen, Erinnern. Von einem Wahrheitskartell könnte man sprechen. Wahrheit definiert sich nicht mehr empirisch, sondern a priori normativ. Die Kategorien wahr, unwahr werden nach PC-Regeln ersetzt durch gut, böse. Die Geistlichen, die hier anwesend sind, mögen jetzt mal kurz weghören. Kirchentagsdeutsch ist angesagt. Evangelische sowie mehr und mehr auch katholische Akademien und Kirchentage sind zum Mekka der PC und des Gutmenschentums geworden. Kürzlich habe ich mal frech geschrieben, wer auf einen evangelischen Kirchentag geht, der kann auch auf einen grünen Parteitag gehen. Halt, habe ich mich korrigiert, mittlerweile kann er auch auf einen katholischen Kirchentag gehen. Aber es gilt, wo die Sprache qua PC verödet, da verödet die Wahrnehmung. Und dann wird aus Wahrnehmung, nehmen Sie hier die Semantik des Wortes her, aus Wahrnehmung Falschnehmung. Orwell sollte man mal wieder lesen, auch wenn er nicht hilfreich ist. Ein Orwell, der 1948 sein 1984 geschrieben hat, als fiktiven Roman, nein, nicht ganz fiktiv, er hat ein paar Anleihen und Beobachtungen aus dem real existierenden Stalinismus übernommen. Die dort vorkommenden Figuren müssen stets ein Zwiedenken praktizieren. Sie sehen die Realität und müssen das Gegenteil glauben. Sie werden manipuliert durch ein stets aktualisiertes Wörterbuch der Neusprache. Um Ihnen Geschmack an der Lektüre zu machen, an diesem Verzeichnis bastelt der Sprachwissenschaftler Syme. Er sagt zur Hauptfigur des Romans, Winston Smith, ich zitiere, wir geben der Neusprache ihren letzten Schliff. Wir merzen jeden Tag Worte aus. Siehst du denn nicht, dass die Neusprache kein anderes Ziel hat, als die Reichweite der Gedanken zu verkürzen? Es ist lediglich eine Frage der Wirklichkeitskontrolle. Die Revolution ist vollzogen, wenn die Sprache geschaffen ist. Es wird überhaupt kein Denken mehr geben. Strenggläubigkeit bedeutet, nicht mehr denken zu brauchen. Die logische Umschreibung eines der drei großen Wahlsprüche des Big Brother, Unwissenheit ist Stärke. Und einmal wird dieser Winston Smith am allgegenwärtigen Big Brother Televisor stehend beschrieben, er hatte die ruhige, optimistische Miene aufgesetzt, die zur Schau zu tragen ratsam war. Politisch korrekte Mimik. Sogar. Ich nenne jetzt nicht nochmal die Namen aus den Öffentlich-Rechtlichen, die ich heute schon mal genannt habe. Wer sich nicht daran hält, ist ein Gedankenverbrecher. Er wird der Gedankenpolizei ausgeliefert. Und die Institution, in der dieser Winston Smith arbeitet, heißt, schön zweideutig abgekürzt, MINIWAR, Ministerium für Wahrheit. Aber zurück zum Heute. Der Zweck von Political Correctness, übrigens entstanden an US-amerikanischen Universitäten und übernommen von Leuten, die nichts Besseres haben, als ständig auf Anti-Amerikanismus zu machen. Also das bloß am Rande. Ja. Political Correctness mit ihren Protzkampf-, Imponier-, Gesinnungs- und Tabubegriffen und ihren Euphemismen und mit ihrer repressiven Toleranz will eines: Es geht um die Eliminierung nicht linker Vorstellungen, wobei als rechts schon all das definiert ist, was einen Millimeter rechts von Angela Merkel steht. Das ist Kulturmarxismus. In der DDR gab es Sanktionen, wenn man keinen festen Klassenstandpunkt hatte, also kein bedingungsloses Vertrauen in die Richtigkeit der SED-Politik. Heute ist man dran, wenn man keinen politisch korrekten Standpunkt hat. Die Schweigespirale tut ein Übriges. Oder mit anderen Worten, eine Redewendung, die ich von kritischen ehemaligen DDR-Bürgern übernommen habe, wir sind ein Volk von Flüsterern geworden.
Wir sind ein Volk von Flüsterern geworden. Täglich geht es in der Öffentlichkeit, im Beruf, oft im Freundeskreis, um die Verwendung der entsprechenden politisch korrekten Hui-Begriffe, mit denen Unterschiede nivelliert und die Welt verschönert werden soll. Aus Migranten werden zuziehende Schutzbefohlene. Alle zusammen haben als Willkommenskultur zu sehen und es ist normal, anders zu sein. Über Diversity und Vielfalt haben wir was gehört. Aber es sind dies nur Wortfladen. Nur am Rande für die germanistisch und linguistisch Interessierten, die Begriffe Plattitüde und Fladen haben den gleichen etymologischen Hintergrund. Wortfladen, Platsch, das setzt man da drauf. Wiewohl sie oft genug kitschig sind, viel Pathos, viel Süße, viel Schwulst mit sich bringen und in sich tragen. Womit man, was die psychologische Betrachtung von PC betrifft, eigentlich angekommen ist beim Phänomen des kindlichen Animismus. Nicht die Realität zählt, sondern die halluzinatorische Wunscherfüllung und der Glaube an die magische Wirkung von Vokabeln. Auf Infantilismus komme ich später noch mal kurz zurück. Und dann sind angesagt Protzbegriffe wie Zeichen setzen, Haltung zeigen, Empathie, virtuos sein Yelling, Gesicht zeigen, polemisch könnte man anfügen, Gesicht zeigen für Gesichter, die von Burka und Niqab umhüllt sind. Politische Korrektheit ist zudem Intellektualisierung. Das ist gerade für die Wissenschaft ein riesiger Schaden. Der Deutsche Hochschulverband hat Anfang April, vielleicht haben Sie es gelesen, in einer Resolution gegen Denk- und Sprechverbote an Universitäten gewettert und gefordert, die freie Debattenkultur muss verteidigt werden. Denken Sie bloß an die Vorgänge jetzt in Frankfurt mit der Islamwissenschaftlerin Schröter, wo eine Gruppe, ein Mob, ein studentischer Mob, die Ablösung dieser Professorin verlangt und natürlich das Aussetzen dieser Tagung. Und jetzt doch etwas aus meinem Bildungsbereich. Gerade im Bereich Bildung fällt Political Correctness, ich nenne sie mal als Educational Correctness, auf fruchtbaren Boden, als Lingua Pädagogica Correcta. Hui-Begriffe, die auch in der Pädagogik mittlerweile um sich greifen, Diversity, Inklusion, Freiarbeit, Ganzheitlichkeit, Ganztagsschule, Gesamtschule, Gleichheit, Gerechtigkeit, Kompetenzen. 4000 Kompetenzenbegriffe gibt es mittlerweile in der deutschen Pädagogik. Nur die zwei, die ich erfinden wollte, haben noch nicht Eingang gefunden. Kompetenz, Simulationskompetenz und Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Zugleich wird mit Euphemismen gearbeitet. Aus Hilfsschulen wurden Sonderschulen, dann Förderschulen. Aus Schulschwänzern, Freitag, werden Schuldistanzierte. Aus faulen Schülern werden Demotivierte. Aus Verhaltensgestörten sozial Herausfordernde oder Verhaltensoriginelle oder Verhaltenskreative. Aus dummen Schülern werden einseitig Begabte oder praktisch Bildbare, was noch viel diskriminierender ist. Ja, und aus Schulschwänzern nochmal werden Klimaretter. Und dann gibt es die pädagogischen Pfui-Begriffe, die im Verdacht des Faschistoiden stehen. Autorität, Begabung, Gymnasium, Hausaufgabe, Hochbegabung, Intelligenz, Leistung, Mathematik, Noten, Tugend, Vorbild, Zeugnis und so weiter. Positive Wirklichkeiten werden dagegen priorisiert. Zum Beispiel, dass wir in Deutschland gut fahren mit unserer beruflichen Bildung. Und dass dies der Grund für eine im Vergleich sehr niedrige Quote an arbeitslosen Jugendlichen und beste Wirtschaftsdaten ist, zählt alles nicht bei den pädagogisch Korrekten. Denn wenn nicht alle Abitur haben, gilt das als ungerecht. Dritte These. Gewollt und ungewollt betreibt die Gouvernantenpresse tiefen Manipulationen mittels Gehirnwäsche und Nudge. Nudge, englisches Wort Nudge. Begründet als Werk, als Buch im Jahr 2008 von zwei US-amerikanischen Professoren, heißt wörtlich eigentlich Nudge, schubsen, stupsen. Ist zu verstehen als permanent suggestive Wirkung an die Menschen, sich so oder so zu verhalten, zum Beispiel umweltbewusst zu leben, sich vegan zu ernähren und so weiter, einen Organspendeausweis zu tragen. Nach dieser Methode werden die Menschen als irrational Handelnde angesehen und darum muss man sie erziehen. Nun, diese beiden Autoren schafften es 2010 in britische Regierungskreise sowie 2014
in eine Natsch-Einheit Barack Obamas und ins deutsche Kanzleramt. Dort gibt es mittlerweile eine Gruppe, ja, von Verhaltensökonomen, die das auch in Deutschland betreibt. Und hier missionarisch tätiger Marktführer in Sachen Natsch ist ja übrigens Deutschlands oberste Statistik- und Alarmismus-Gouvernante aus Gütersloh. Bertelsmann Stiftung, Vulgo. Darf ich was zitieren? Wir brauchen Sendboten überall, die unsere Gedanken verbreiten. Es wäre schön, wenn einer vorangehen könnte wie einst Christus. Der hatte ja in relativ kurzer Zeit einen enormen Reformerfolg. Aber die Propheten haben es heute nicht mehr so leicht. Zitat Ende. In dieser Botschaft wird der Bertelsmann-Patriarch Reinhard Mohn 1999 von der Zeit begeistert zitiert und gefeiert. Damit ist im Grunde genommen schon alles gesagt über die Bertelsmänner. Und es gibt mittlerweile auch kaum einen Politikbereich, in dem die Bertelsmänner nicht nahezu wöchentlich ihren Senf beitragen. Eine Krake ist daraus geworden, eine Macht ohne Mandat, ohne demokratische Kontrolle, eine Nebenregierung in Gütersloh und egal welche Partei man hernimmt, die Drehtüren zwischen Bertelsmann Stiftung und der Politik funktionieren gut geschmiert. Nehmen wir in diesem Zusammenhang zuletzt die Mitte-Studie, hat jetzt nichts mit Bertelsmann zu tun, könnte aber auch von dort gekommen sein, die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, der zufolge man schon als rechts, hier meine im Manuskript mit drei R und E geschrieben, schon als rechts gilt, wenn man sich für Recht und Ordnung ausspricht. Übrigens alles Studien vom Steuerzahler finanziert. Vom Steuerzahler. Der hier wieder mal einen Kakao aussaufen will, durch den er vorher, weil angeblich rechtsradikal gezogen wurde. Die Bertelsmänner haben da und dort auch strategische Papiere aufgelegt, die dann im Internet wieder verschwunden sind, wenn sie es haben wollen. Ich habe sie mir kopiert und abgespeichert. Zum Beispiel die Richtlinie, die Kunst des Reformierens, konzeptionelle Überlegungen zu einer erfolgreichen Regierungsstrategie. Da wird auf 80 Seiten aufgelistet, wie man Vetospieler ausschalten kann. Und wenn Sie das lesen, erinnert Sie das an die Stasi-Richtlinie Nummer 1 1976. Dort heißt es, Maßnahmen der Zersetzung sind auf die Ausnutzung und Verstärkung von Differenzen zwischen feindlich negativen Kräften zu richten, durch die sie zersplittert, gelähmt, desorganisiert und isoliert und ihre feindlich negativen Handlungen vorbeugend verhindert oder unterbunden werden. Wenn die Stasi diesen Kreis gekannt hätte. Vierte These, ganz kurz. Die jüngsten Ereignisse, das ist meine Beobachtung, meine Analyse, lassen eine fortschreitende, infantile Sakralisierung von Politik und Medien erkennen. Wissen Sie, welches Stichwort jetzt kommt? Greta. Die es zu größter Prominenz gebracht hat. Im Westen der Welt, außer von Obama und Trump, so von ziemlich allen schon empfangen wurde. Ex-Kirchenobere Göring Eckardt erklärt Greta zur Prophetin. Dann gibt es die goldene Kamera als Sonderpreis für Klimaschutz mit stehenden Ovationen und viel, viel feuchten Augen. Zum Palmsonntag 2019 vergleicht Berlins Erzbischof Koch Greta mit Jesus und dessen Einzug in Jerusalem. Der Hildesheimer Bischof Wilmer meinte kurz vor Ostern, Greta sei wörtlich kreativ wie der Schöpfergott, geistreich wie der Heilige Geist und hellwach wie Jesus Christus. Geht's noch? Geht's noch? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Der Bundessteinmeier fliegt, ohne Rücksicht auf seinen CO2-Abdruck, nach Neumünster, um die Schulschwänzer zu loben. Merkel tut es regelmäßig, auch wenn die Schüler gegen geltendes Gesetz verstoßen. Aber mit der Herrschaft des Unrechts kennt sie sich hier aus. Und die Medien sind gerührt von Greta. Auch die FAZ, die gute alte FAZ, hat einen Vorabdruck veröffentlicht des neuesten autobiografischen Familienromans der Familie Thunberg.
wo die Mutter von Greta schreibt, dass Greta CO2-Moleküle riechen könne. Ja, sie sind gerührt. Wahrscheinlich projizieren die Medien Schwärmer eigene rebellische Impulse, feige und mutlos, nur in Greta hinein. Oder haben unsere politischen, medialen und kirchlichen Eliten, in meinem Manuskript mit Anführungsstrichen, angesichts einer fortschreitenden Säkularisierung aller Lebensbereiche einen gigantischen Hunger nach Transzendentalem oder gar nach leibhaftigen Heiligen? Ein Gedankensplitter und ein Trost noch. Das neue Menschenbild scheint sich so zu gestalten, Doppelpunkt, nach allen Seiten offen. Übrigens, Franz Josef Strauß hat gesagt, wer nach allen Seiten offen ist, ist nicht mehr dicht. Nach allen Seiten offen, grenzenlos hypertolerant, repressiv hypermoralisch, androgyn, gut situiert, vegan, globalisiert, bei allerdings vertuschten CO2-Fußabdrücken, vor allem aber alles relativierend. Da müsste man jetzt einen Passus noch einfügen über die Kritik des damals noch Kardinals Josef Ratzinger über den Relativismus. So kann man leben. Allerdings nur, solange die 1001 Unterwerfungen noch nicht ganz abgeschlossen sind. Dann aber nicht mehr. Wer einen Vorgeschmack haben möchte von dem, was dann angesagt ist, der möge mal ein paar Jahre in die Türkei oder gar ins Sultanat Brunei übersiedeln. Dort erfährt er, was Toleranz heißt. Toleranz etwa für die Todesstrafe für Homosexuelle. Das war jetzt eine chirurgisch messerscharfe Diagnose. Ein Trost zum Schluss. Ich habe immer von der Mehrheit der Presse gesprochen. Selbstverständlich Anwesende ausnehmend. Und jetzt der Trost. Gottlob gibt es, Cicero, Cato, Tichys Einblick, die Bild-Zeitung, von der ich lange nichts gehalten habe, aber die bringt mittlerweile Dinge, die in anderen völlig tabu sind. Gott sei Dank gibt es sie, gibt es die Tagespost, gibt es Tumult und Gott sei Dank gibt es die Neue Zürcher Zeitung als neues Westfernsehen für die Deutschen. Und Gott sei Dank, verehrter Vater und Professor, gibt es die Neue Ordnung, die durch die jüngste Inquisition sogenannter katholischer Sozialethiker, wie ich gehört habe, gestärkt hervorgegangen ist.